Eilmeldung zu Nord Stream. Es gibt jetzt endlich einen Haftbefehl des Generalbundesanwaltes mit dem schönen Namen Jens Rommel. Er hat also zugeschlagen. Es gibt einen Haftbefehl gegen Volodymyr Zelensky. Oh hoppla, nein, Volodymyr Z. Er heißt wohl anders mit Nachnamen, wobei, wenn wir uns das Foto hier anschauen, er hat wohl hier ein paar Kilo mehr wie den anderen Volodymyr, den ihr kennt. Dabei hat sich der Generalbundesanwalt heute schon wieder verraten und hat die Presse einfach angelogen. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Wenn du noch nicht abonniert hast, wird es ganz dringend Zeit, diesen Kanal zu abonnieren, damit wir weiter wachsen können. Wir sind hier beim Thema der Sprengung der Nord Stream 1 und 2 Pipelines. Lange wurde ermittelt, lange ist nichts passiert. Es gibt lediglich die Segeljacht-Story um die Andromeda, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk schon vor ein paar Wochen, ich hatte das Video auch hier, für null und nichtig erklärt hat, weil sie einen Experten ausreichend Platz eingeräumt haben, der gesagt hat, diese ganze Theorie mit diesem Segelschiff fällt am Ende in sich zusammen, weil die Zeit viel zu kurz war. Jetzt werden aber genau die Leute, die auf dem Segelschiff sein sollten, verhaftet oder beziehungsweise nicht verhaftet. Es ist nicht so ganz klar. Es gibt jetzt hier einen Kommentar der Bundesanwaltschaft und dort heißt es: Ich bitte um Verständnis, dass wir Medienberichterstattungen grundsätzlich nicht kommentieren und uns auch prinzipiell nicht zu Haftbefehlen äußern. Das ist eine ganz, ganz glatte, dreiste Lüge. Wir äußern uns nicht. Naja, was machen Sie denn? Sie geben Pressemitteilungen heraus. Wenn wir uns anschauen, die letzte vom 26. Juli für die Haftbefehle von Unterstützern des IS. So gibt es hier Dutzende Informationen über Haftbefehle und nicht nur Haftbefehle, die in Vollzug gesetzt werden, sondern auch über andere Bestandteile. Man kann sich das Ganze auf generalbundesanwalt.de selbstverständlich durchlesen. Und dort gibt es keinen Hinweis auf den Haftbefehl gegen Volodymyr Z. Ja? Er soll es hier gewesen sein, der Tauchlehrer in der Uniform, der mit 4 weiteren, davon sind nur 2 weitere angeblich dem Generalbundesanwalt namentlich bekannt, allerdings ohne ausgestellten Haftbefehl. Sie sollen hier in einer Nacht- und Nebelaktion dort hinuntergetaucht sein, um diese 4 Sprengladungen anzubringen. Rein theoretisch ist diese Geschichte, wie sie erzählt wird, möglich. Wenn man allerdings die Wetterbedingungen zugrunde legt, dann reicht am Ende die Zeit nicht für die Geschichte, die man uns hier erzählen möchte. Viel schlimmer ist es ja, dass der Generalbundesanwalt mit dem schönen Namen Jens Rommel einfach hier über eine Sprecherin erstmal die Presse anlügen lässt und weiter keine Auskunft erteilen möchte, denn Volodymyr Z. war zuletzt aufenthältig in Polen. Es hatten sogar Medienvertreter schon mit diesem Mann gesprochen und es ist passiert, was immer passieren muss, wenn man Ermittlungen zu lange schleifen lässt. Der Tatverdächtige, er ist geflüchtet, man konnte ihn nicht mehr verhaften. Er hat wohl davon Wind bekommen, dass nicht nur ein deutscher Haftbefehl, sogar ein europäischer Haftbefehl gegen ihn ausgestellt wurde. Er wird also mindestens von Europol gesucht, vielleicht auch bald von Interpol. Und das Ganze hätte man schon vor einem Jahr machen können und müssen. Denn wenn Sie an Ihrer Geschichte mit dieser Segeljacht hier festhalten, muss man die Tatverdächtigen natürlich ermitteln, festnehmen und befragen und dann die Geschichte prüfen, ob es am Ende so gewesen sein kann oder nicht. Denn es gibt hier viele Faktoren, die sprechen dafür, dass es anders gewesen sein muss. Jetzt ist hier ein Tatverdächtiger auf der Flucht, der schon lange wusste, dass er im Visier der Ermittler ist. Der Generalbundesanwalt, er hat hier einfach völlig versagt. Es ist das Thema mit der höchsten Geheimhaltungsstufe in der Bundesrepublik. Eine solch hohe Geheimhaltungsstufe gibt es in keinem anderen Bereich. Hier müssen Mitarbeiter extra Vertraulichkeitserklärungen unterschreiben, obwohl sie dienstlich schon dazu verpflichtet sind. Es ist das größte Geheimnis der deutschen Regierung und vor allem des Generalbundesanwaltes. Mich würde interessieren, wo sind denn die ganzen Überwachungsaufnahmen? Es gibt keine Fotos, auch die Presse hat keine Fotos, wie das Segelschiff vom Satellit aus beobachtet wurde, wie man sieht, wie die Taucher ins Wasser steigen und wieder rauskommen. Das Ganze wird selbstverständlich satellitenüberwacht in der Ostsee. Ihr kriegt rund um die Uhr live die Wellenhöhe von jedem Quadratzentimeter der Ostsee angezeigt. Es gibt alle möglichen Messinstrumente, Radarsysteme, Satelliten, die da drauf schauen. Die Ostsee gilt als eines der bestbewachten und überwachten Gewässer überhaupt auf diesem Planeten. Und sie wollen uns jetzt hier erzählen,
2 Jahre ist es jetzt bald her, September sind es dann 2, und sie wollen jetzt hier mal einen Haftbefehl erlassen, mitten in der Sommerpause. Da musste wohl der Generalbundesanwalt jetzt heute mal was machen, weil wir ja letzte Woche den Tiergartenmörder haben nach Russland gehen lassen, was der Generalbundesanwalt nicht wollte. Er wurde angewiesen von Herrn Buschmann dazu, er hätte das persönlich niemals unterschrieben. Jetzt geht es hier weiterhin um die Andromeda-Segeljacht und um Volodymyr Z., den Taucher, der hier hauptverantwortlich gewesen sein soll. Ich muss ja ehrlich sagen, diese Wortwitze mit Volodymyr Z., ich dachte ja am Anfang, ist nicht ihr Ernst, ja, einen besseren Namen hatten sie nicht, aber er heißt wieder Präsident, Nachname unbekannt, würde jetzt nicht, also ich weiß nicht, ob er Selenskyj heißt oder nicht, da steht nur Z., aber der Generalbundesanwalt, er lügt uns an, indem er sagt, es gibt keine Informationen. Sie wollen hier den Wähler für dumm verkaufen. Wann wird gewählt in Sachsen und in Thüringen und bald auch in Brandenburg? Lange kann es nicht mehr dauern. Und sie wollen jetzt hier ein bisschen Politik machen. Dann bin ich gespannt, wann der erste Flieger nach Islamabad abhebt. Das müssten sie ja dann vorher auch noch machen. Aber da habe ich meine ganz großen Zweifel dran. Ich bin gespannt auf deine Meinung hierzu. Abonniere den Kanal, abonniere X und Telegram, unterstütze den Kanal als Mitglied oder, wenn du auf Amazon bestellst, nutze einen der Affiliate-Links von unter diesem Video. Ansonsten bleib dran, Nord Stream, es bleibt spannend. Es wird bald den ersten Prozesstermin geben in London für die Versicherung gegen die Nord Stream AG. Dort geht es dann auch um die Sprengung der Pipelines. Damit ciao, bis bald.